Hi, seit langer Zeit kommt jetzt wieder ein Video von mir. Ich habe tatsächlich dieses Jahr für mich entschlossen, dass ich versuche, nur Content zu machen, der mir auch Freude bereitet. Und deswegen sind das nur ganz ausgewählte Videos. Und eins davon ist, wie ich das Gewächshaus von meiner Cousine bzw. das Gewächshaus von meiner Oma für meine Cousine umgestaltet habe. Und ich dachte, ich nehme euch da jetzt so ein bisschen mit und erkläre ein bisschen was dazu, während ihr euch so ein bisschen anschauen könnt, wie ich das gemacht habe. Ich hoffe, man hört mich jetzt auch noch und die Audioqualität ist einigermaßen gut. Wir befinden uns jetzt im Gewächshaus und ich dachte, ich nehme euch mal ein bisschen mit, was ich vorhabe, was ich geplant habe und hoffentlich auch so umsetzen kann. Das Gewächshaus soll tatsächlich schon für Kräuteranpflanzungen und so sein. Dafür kriegt es nämlich auch hier in dem Bereich eine Kräuterleiter. Es soll aber auch so ein bisschen zum Faulenzen, Buchlesen im Sommer oder generell hier aufhalten sein. Deswegen soll ich hier hinten in der Ecke eine Lese bzw. Kuschelecke hinbekommen. Und der Rest wird dann eher sowas wie eine kleine Pflanzstation hier und ein bisschen Deko und was man halt so zum Gärtnern braucht, genau. Das Gewächshaus ist nicht so groß, aber es hat schon eine ganz gute Größe. Also es ist 4 auf 2 Meter, das heißt, wir kriegen schon ganz viel mit rein. Und wie immer versuche ich habe ziemlich viel Secondhand gekauft. Ich versuche Sachen von meiner Oma, also das ist auf dem Grundstück von meiner Oma, mit einzubeziehen, die sie nicht mehr braucht. Und so Sachen wie Pflanzenleiter oder so bauen wir alles selber mit altem Holz, das wir noch haben. Genau. Wir haben tatsächlich damit angefangen, also mein Opa und ich. Mein Opa hat mir zum Glück geholfen. Der kann auch nicht so gut Sachen einfach geschehen lassen und liebt es zu rödeln. Deswegen macht er das immer gerne mit mir. Ich hatte ein Lounge-Modular gekauft, wofür wir dann erstmal eine Plattform gebaut haben. Ich finde, so Plattformen sind immer eine super Möglichkeit, um den Raum noch ein bisschen mehr zu nutzen, weil man einfach dann das Gefühl hat, man hat mehr Raum, weil es eine neue Ebene ist. Genau, und gleichzeitig haben wir dann das Problem, wenn da zum Beispiel Tiere sind, dann kommen die da nicht so dran, können da nicht so dran gehen. Natürlich können die auch hochkrabbeln, aber es ist eher so ein bisschen abgesondert, das Ganze. Also nicht nur designtechnisch ein gutes Feature, sondern auch tatsächlich so praktisch. Dann ging es tatsächlich ans Sägen. Mein Opa hatte zum Glück noch von so alten Planken so Stümpfe übrig. Die waren nicht alle die gleiche Länge, aber wir haben die dann alle erstmal auf eine Länge gebracht. Und dann haben wir das mit einer Mittelplanke zusammengebracht, die Füße, und dann im Gewächshaus aufgebaut mit dann noch Innenplanken, um das Ganze zu stabilisieren. Tatsächlich ist es dann irgendwann ein Familienprojekt geworden, weil meine Oma auch noch geholfen hat, das Gewächshaus ein bisschen schick zu machen, während mein Opa und ich handwerklich da was gemacht haben. Man kann dann sehen, dass wir einfach so eine Platte, mir fällt gerade nicht der Name von diesem Holz ein, drauf gemacht, die ist nicht so hübsch. Also wenn ihr es eigentlich ein bisschen schöner haben wollt, dann wäre sowas wie einfach Baudielen mehrfach, also als mehrere Baudielen als Top drauf zu machen, wäre wahrscheinlich schöner gewesen.
wir haben es einfach pragmatisch gehalten. Man hätte es auch noch anstreichen können. Ich fand es jetzt aber nicht so schlimm, dass man das unbedingt hätte abändern müssen. Meiner Cousine war es dann am Ende auch nicht so egal. Und das Gute an diesen Platten ist, die sind sehr, sehr robust. Das sind nämlich so Platten, die man auch zum Beispiel für Anhänger nimmt und als Boden oder zum Boden bauen. Und deshalb passen die da perfekt eigentlich in die Fuß. Und dann wollte ich noch tatsächlich, war eigentlich nicht geplant, eine kleine Bücherregal reinmachen. Ich dachte einfach, das wäre ein bisschen designtechnisch, ein bisschen aufregender. Man könnte ein paar Deko-Objekte hinstellen und natürlich später auch seine Bücher. Wenn man das möchte, um da so eine kleine Gartenbibliothek zu machen, was ich persönlich super, super cool finde. Und deswegen haben wir dann noch ein Regal gebaut, das so ein bisschen, wie ihr es dann ja auch sehen könnt, ein bisschen über diese Ebene geht und dann aber ein bisschen noch drüber hinaus geht. Ich fand das irgendwie designtechnisch ganz cool. Genau. Und es ist auch ganz einfach zu bauen. Einfach irgendwelche Holzplanken nehmen, vorbohren und dann mit einem Winkel das Ganze gerade festmachen und fertig ist es. Was ich da vielleicht noch hätte machen sollen, auch für die Stabilität, sind so Innenteile. Ich muss sagen, da war ich ganz ehrlich ein bisschen zu faul für. Und es war so aber auch ganz gut, weil da jetzt auch nicht so die schweren Bücher drauf kommen. Aber wenn ihr es ein bisschen stabiler haben wollt, gerne noch so Mittelteile immer reinmachen. Das macht das Ganze definitiv stabiler. Und dann haben wir eine Pause gemacht, mein Opa und ich, weil da war schon der halbe Tag rum und wir waren platt. Das Wetter war ziemlich kalt draußen. Und da sind meine Oma und ich noch schnell zu IKEA gefahren, um ein paar restliche Deko-Objekte zu holen. Alles, was wir gefunden haben, war so ziemlich in der Fundgrube oder gerade mega runtergesetzt und im Begriff zur Fundgrube. Ich liebe es natürlich immer, das meiste secondhand zu kaufen. Dafür braucht man aber einfach mehr Zeit, als wenn man es im Laden kauft, wo ich total für bin. Man sollte sich Zeit nehmen, wenn man das bei sich selber zum Beispiel macht. Da das jetzt sozusagen ein Auftrag war und zeitgerecht abgegeben werden musste, habe ich mich dann so was bedient. Dann am nächsten Tag ging es weiter an die Pflanzenleiter. Das Ganze ist so ein bisschen schwieriger, als es aussieht. Am besten macht ihr sowas mit einem Winkelmesser oder ihr macht es komplett Freestyle. Also legt einfach die Bretter hin, zeichnet euch mit einem Geodreieck, wie ihr den Winkel haben wollt und schneidet es. Mein Opa ist Vollprofi und deswegen hat er das mit so einem Winkelmesser oben und unten gemacht. Und selbst da mussten wir ein paar Mal nachjustieren, damit das Ganze stabil ist. Was ich empfehle, was viel, viel besser aussieht, das sieht man so ein bisschen auf dem Bild, ist, dass man oben noch die Spitze abschneidet, weil das macht es irgendwie ein bisschen schöner. Genau, und dann befestigt man wieder einfach die Hölzer in der Mitte. Und genau, da haben wir uns für 3 Stufen entschieden. Mit einem leichteren Holz. Und ja, das Holz hier passt auch eigentlich nicht so dazu. Da wir aber für einen rustikalen Look gegangen sind, fand ich das überhaupt nicht schlimm. Wir sind jetzt beim lustigen Teil angekommen, der ganzen Sache, an dem Dekorieren und Zurechtmachen. Ich habe ein paar Deko-Artikel gefunden. Ich zeige euch auch mal ein paar Sachen. Hier zum Beispiel sowas. Wir gehen ja in dem Ganzen ein bisschen von Cottagecore, Witching, White, so vor. Zum Beispiel Körbe sind da ja ganz gut. Ich habe hier noch Bild. Gestern kleine Bilderrahmen. Genau. Kissen, eine Reihe von Vasen. Und was ich ganz gerne mache, ich glaube, es ist kein Geheimnis für die Leute, die auch so weit stehen, aber ich erzähle es trotzdem nochmal. Ich gehe ganz gerne zum Beispiel solche Sachen und den Korb habe ich alles bei Selfie Shop. Die haben tatsächlich sehr viele Deko-Sachen und man findet da auch echt richtig gute Deko-Sachen.
Die Bilder zum Beispiel habe ich alle bei IKEA in der Fundgrube gefunden. Die Bilderrahmen mit den Bildern drin, die sehr süß sind, auch mit den Sprüchen, habe ich tatsächlich für 1,30 Euro gefunden. Genau. Dann habe ich natürlich noch, man sieht sie hier hinten ganz klein, meine Lampe, für die Leute, die das gesehen haben, meine Blumenlampe, die ich gebastelt habe, die fand ich, passt hier auch ganz gut rein. Genau, also einfach mit dem arbeiten, was man hat oder wo man günstige Sachen, Secondhand-Sachen findet. Das ist dann ja nicht nur nachhaltig, sondern auch viel günstiger. Genau, ich habe zum Beispiel auch auf die zwei Sachen richtig gefreut. Ich habe tatsächlich auch alle Sachen gekauft, die mir gefallen würden. Ich lebe nicht in der Nähe von meinen Großeltern und von meiner Cousine. Das heißt, ich kann das Gewächshaus leider nicht mitbenutzen. Das wäre toll. Hier diese kleine Schmuckstatulle. Oder den Korb hier. Das ist so ein bisschen glamorous, aber trotzdem ein Korb schick, beziehungsweise Gucci White bekommen. Genau, und jetzt geht's ans Dekorieren. Und hier seht ihr auch schon das fertige Ergebnis. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Es ist so ein bisschen mit Mix. Es ist so ein bisschen Mix und Match tatsächlich. Aber trotzdem finde ich ganz gut. Das ist halt immer so das Ding, wenn man Secondhand-Sachen und das auf die Schnelle macht, dann kann man vielleicht nicht immer die Farben nehmen, die man gerne möchte. Also so ein bisschen stört mich dieser Farbunterschied zwischen den Kissen und dem Modular, aber das ist auch schon wieder so perfektionistisch. Ich liebe die Pflanzenleiter auch mit den verschiedenen Töpfen. Ich finde, das bringt was richtig Entspanntes mit rein. Auch die Sitzecke ist super, super, super bequem. Und ich freue mich voll, dass ich zum Beispiel diese Deko-Objekte, die
Bilderrahmen für 1,30 Euro bei Ikea in der Fundgrube gefunden habe und sie sogar so Sachen wie Let It Shine, was perfekt für ein Gartenhaus ist, sagen. Also das hat mich richtig gefreut. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr so am besten an dem Gewächshaus fandet oder worauf ihr Lust habt, in eurem Garten was Neues zu machen. Mir hat das auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich wünschte, ich hätte auch so ein Gewächshaus tatsächlich hier bei mir in der Nähe. Genau, und dann wünsche ich euch eine schöne nächste Woche, einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, ciao!